Oh, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns im Institut ein bisschen umgeschaut und sind hier in diesen, ja, weiß nicht, Keller, wo wir Beweise finden sollen für Dr. Lee, dass es, was es hier mit diesem angeblichen Tod von Virgil auf sich hatte. Und ja, wir haben mehr oder weniger mitten in Action hier aufgehört und ich guck mal, wie es jetzt hier weitergeht. Jetzt schon wieder ein paar Tage her und ja, mach mal halt erstmal so, tu mal halt so aufschließen. Wegen extra Erfahrungspunkte. Okay. Wer ist da? Denn ergebnislos. Oh Gott, Agress. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ein legendärer Aggressotron oder was auch immer. Das sind nur diese blöden Typen mit den Laserstrahlen. Ja, toll, das bringt jetzt natürlich nichts. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. So, ich habe jetzt hier ein Problem. Vor allem, ich habe auch keinen Begleiter oder so. Das heißt, ich muss das ganze Feuer auf mich ziehen. Geil. Gut. Ich habe keinen Dings dabei, aber ich habe. Was bringt das? Aber. Gucken wir mal, vielleicht bringen die Granaten ja was gegen die. Zeigen Sie sich. Okay. Kontakt. Super. Oh, der hält nicht so viel aus. Irgendwas schießt auf den. Gott. Nee, irgendwas schießt auf mich. Wo ist das? Das Ding bringt es nicht so. Wow. Suchen wir mal die hier. Komm her. Schon the last stand. Ja, okay. Zum Glück habe ich den Big Boy dabei. Ich habe leider keine Kronkorkenminen. Ich hatte nämlich vor, jetzt hier eine ganze Linie von Kronkorkenminen hin zu platzieren, aber die habe ich natürlich nicht dabei. Zeigen Sie sich. Deswegen, obwohl ich könnte ja die mal versuchen. Setze Gefahrenstufe zurück. Was? Was? Laufe Feind an. Sensorfähigkeit. Faszinierend. Das ist mal geil. Greife feindliche Lebensform an. Komm her. Macht ein kritischer Treffer von dem Teil, bitteschön. Oh nein, nicht der Laserstrahl, nicht der Laserstrahl. Ja. Okay. Hab's nochmal versucht, klappt nicht. Big Boy. Komm und mach das Ding fertig. Legendäres Viech von denen, ne, da. Habe ich keine Lust, mich mit anzulegen. Ja, geh mal dahin am besten. Greife feindliche Lebensform an. Und so einfach geht das. Ich liebe diese Waffe. Ja, das war's. Wo ist er? Da. Raketenwerfer ignoriert. Wat geil. Aber ich habe nicht mehr viel, was ich tragen kann. Nee. Okay. Habe ich denn hier gerade mal so viel wiegt? Hier das ganze Zeug. Na. Irgendwelche Waffen oder so noch mit? Okay, Werfer ist gar nicht mal schlecht, der ignoriert Schaden, hallo.
Möchte ich auf jeden Fall behalten. Oh Mann, echt. Irgendwas, was Stärke und so gibt. Nö. Das ist natürlich blöd. Okay, dann weg mit einigen Sachen, ja. 0,7. Für eine ungerade Zahl. Boah, ich muss ja raus aus dem Institut und Sachen verkaufen. Ich habe auch sehr viel Mist mitgenommen. Ich darf jetzt aber so gut wie nichts mitnehmen. Das ist ja blöde hier. Blau und gelbe Farbe. Kronkorken. Und hier auf einmal ja. Eine Kronkorkenbiene? Nee, ne. Durchdringende Rohrzangenmod, okay. Oh, ich bin immer noch nicht gut. Ich hoffe, die im Institut gehen nicht auf mich los, weil ich hier ein bisschen randaliert habe. Stealth Boy. Damit. Okay. Später Granaten, ne. Wie kann ich jetzt? Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Was habe ich hier mitgenommen? Damit. Ja. Muss mir irgendwas einfallen lassen mit dem ganzen Müll. Und nachdem ich die Aufnahme mal gesehen habe, wo die mich hier angegriffen haben im Institut, bin ich vielleicht zu dem Schluss gekommen, dass ich vielleicht irgendjemand sagen sollte, dass ich mich dem Institut anschließe. Vielleicht gehen sie dann nicht auf mich los. Die gehen wahrscheinlich auf mich los, weil sie denken, ich schließe mich denen nicht an. Deswegen wollen die mich umbringen. Das macht aber irgendwie gar keinen Sinn, weil der Vater hier, der hat mir doch hier so einen Chip gegeben, mit dem ich jederzeit rein und raus kann. Also scheint da doch irgendwie nichts damit zu tun haben, oder? Also ich bin ein bisschen verwirrt. Gut. Alter. Das sieht zu wenig ab. Alter. Das war nicht übertrieben. Das ist auch noch ein Teil. Und das ist ein Dingens hier, ein. Nennt man das? Ich kann öffnen. Alter. Wasser. So, oh mein Gott. Voll übertrieben. Katzenfleisch, was? Direkt mitnehmen. Nicht getroffen, geil. Geschützt denkt sich nur so, was? Das wär's. Oh, hallo.
halbnackter Supermutant. Und eine Hauskatze mit Katzenfleisch, obwohl. Unser Teil. Nee. Alter. Alter, vier aus. Stimmt, ich habe ja noch wenige Sachen jetzt. Oh, da ist noch so ein Teil. Es gibt auch einen Perk, dass meinen Schaden mit schallgedämpften Waffen erhöht. Vielleicht sollte ich das mal holen. Dann ist mein Erlöser noch stärker und dann könnte ich in mein Snipergewehr noch einen Schalldämpfer dran packen und den so gut wie allen anderen Waffen. Da kann ich so indirekt meinen Schaden erhöhen. 70 Stimpacks. Ich glaube, da muss ich rüberspringen. Dann kann ich das nicht entschärfen. Oder? Ne. Also bitte. Ich bin ja froh, dass in dem Spiel nicht die Munition was wiegt, wie zum Beispiel im höchsten Schwierigkeitsgrad von Fallout New Vegas, aber sonst wäre ich echt im Eimer. So, ja, da ist jetzt wahrscheinlich wieder Dingens, ne? Die Türme. Ist ja immer direkt da. Was passiert, wenn ich so eine Granate in Diamond City oder so reinwerfe? Die werden auf mich los, weil die sind ja freundlich gesinnt, wenn ich die aufrufe. Okay, mehr freundlich gesinnt wahrscheinlich. Komm schon! Hier scheint es ja weiter zu gehen. Ich frage mich ja... Bisschen, wenn ich das hier vermassen würde, dann würde ich ja nie weiterkommen. Dann gebe ich einfach so tot um. Das Spiel kann nicht zu Ende gespielt werden. So, Pots. Wo ist hier noch was? Pots. Das. So. Da ist irgendwas. Hallo, na. Okay. Mich voll an Vault. Was weiß ich. Was war da 3? Wo die Supermutanten ja herkommen anscheinend. Im Capital Wasteland. So, Holoband. Oh, Virgil. Persönliches Logbuch. Dr. Brian Virgil. Dies wird wohl meine letzte Aufzeichnung sein. Meine Anträge, das FEV-Programm einzustellen, wurden wiederholt abgelehnt. Wir haben in den letzten 10 Jahren nichts Nützliches herausgefunden. Warum besteht Vater darauf, es fortzusetzen? Wenn er nicht zur Vernunft kommt, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Was wir tun, das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Wenn jemand das hier findet, wenn ich nicht mehr hier bin, ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Niemand. Verstehen Sie das? Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach... Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Alle
alles, was wir getan haben, die Leben, die wir genommen haben. Wenn es einen Gott gibt, dann möge er Gnade mit uns haben. Na, da haben wir direkt das Nächste. Hier spricht Dr. Elliot und dies ist der Bericht für die Abteilung Biowissenschaft. März 2224. Wir haben gerade eine weitere Lieferung Testsubjekte erhalten. Aber wie ich bereits zuvor berichtet habe, kommen wir derzeit nicht weiter. Mehr desgleichen wird uns auch nicht helfen. Die beiden vielversprechendsten Stränge des FEV wurden optimiert, aber das reicht noch immer nicht. Ich gebe hier noch einmal offiziell die Sicht des gesamten Teams wieder. Um Fortschritte bei der Forschung zu synthetisch hergestelltem organischem Material zu machen, müssen wir neue Wege beschreiten. Weitere Testsubjekte aus dem Commonwealth helfen uns nicht weiter. Wir haben immer wieder dasselbe Problem. Zu viel Strahlung. Ah, hier ist das Serum. Wir brauchen etwas schon beinahe wieder vergessen. Es gibt einen Vorschlag, den wir demnächst vorstellen werden. Ich fühle mich dabei nicht ganz wohl, aber es scheint die aussichtsreichste Lösung zu sein. Zum Glück habe ich mich noch hier umgeschaut. Der hätte mich bestimmt umgebracht, wenn ich das vergessen hätte. Mit Wissenschaft. Okay. Dann gucken wir mal. Gehen jetzt alle auf mich los oder nicht? Bitte nicht. Wäre nämlich sehr doof. Ich möchte nicht gegen das Institut kämpfen. Oh Mann. Gott segne Amerika. Ich gehe einmal. Okay. Scheint nicht zu passieren. Wie kommt man hier nochmal raus? Hier kommt man irgendwie raus. So, jetzt möchte ich mal halt ausprobieren. Das, was ich mache, was ich sage, wirklich stimmt. So. Ja, warte nochmal, du, ne? Doktor! So, ich sag jetzt mal, dass ich mich hier anschließe. Dr. Clayton Holden. Ich kann es kaum erwarten. Nicht, dass ich jetzt nicht weiß. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gern eine kurze Übersicht. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung. Unser wichtigstes Ziel. Und schon wieder geht meine PS4. Irgendwas stimmt hier im Institut nicht mit den Leuten. Wir haben uns sogar schon mit. Haben wir ja alles schon mal gelesen. Es gibt wohl nichts, was er nicht hinbekommt. Mit harter Arbeit und kreativ. Klar. Wir haben bestimmt schon. Ich weiß nicht, wie gut ich reinpasse, aber ich würde es gerne versuchen. Großartig. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann ja, damit du nicht auf mich losgehst, ne? Weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Okay, was zum Teufel? Was ist mit dir los? Okay. Was zum Teufel? Ich spreche mit dem und die gehen auf mich los. Ich verstehe das nicht. Scheint, ist das ein Glitch oder was? Weil ich vorstelle, dass das normal ist. Ich muss nicht mit denen reden, oder? So, machen wir erstmal das mit Dr. Lee. Gut, dann spreche ich eben nicht mit dir, damit du nicht auf mich losgehst. Keine Ahnung. Okay, da ist ein Blind Let's Play. Normalerweise muss ich mit jeder Konsequenz hier leben. Und jede Tat, die ich hier mache, hat ja eine Konsequenz. Und ich müsste eigentlich damit leben, weil es blind ist. Und ich kann sowieso nicht wissen, wie es sonst ausgeht. Also, ja. Müsste ich eigentlich mit leben. Aber nicht, wenn es darum geht, dass ich keine Ahnung habe, was ich falsch gemacht habe. Oder wenn ich weiß, dass ich,
irgendetwas schlechte Konsequenzen und es dann mache, dann habe ich kein Problem damit. Aber nicht, wenn irgendwie sowas passiert, ich rede mit jemandem und alle gehen auf mich los, obwohl ich nichts Falsches gesagt habe. Das macht für mich keinen Sinn. Muss ich mal googeln, ob das wirklich irgendwie was wie ein Fehler ist oder so, weil ich weiß echt nicht, was das soll. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht, was das hier ist. Boah. Verzeihung, Sir. Ich bin immer noch verwirrt. Wo ist das hier? Ist über mir. Verlass das Institut. Boah. Dr. Ingram, das Holoband, ja. In das Holoband zu Dr. Lee. Okay, das ist da, okay. Ich muss mal das machen und hoffen, wir nicht alle auf mich losgehen. Hallo, was haben wir hier? Ob ich irgendwas verkaufen kann oder so. Wir werden aber nicht auf mich losgehen, wenn ich das Institut verlasse, oder? Ich sage einfach, dass ich mich hier im Institut anschließe. Das Gute daran ist, ich kann zu jeder, ich kann ja jede Fraktion irgendwie beitreten. Und wenn es darauf ankommt, kann ich mich ja gegen, weil nicht, stell mir mal vor, dass die irgendwann aufeinanderprallen, die ganzen Fraktionen. So Bruderschaft, Institut, Railroad und all sowas. Wenn ich mich da irgendwann entscheiden muss oder so. Doktor, hat ja lange genug gedauert. Dann zeig mal, was du hast. Hier, nimm. Ein Holoband. Ich hoffe sehr, dass das keine Zeitverschwendung ist. Muss ich mir das nochmal anhören? Mir ist klar, dass das, was ich überhaupt nichts Vertrauensbuch gelten wird. Er wird es wohl verraten nennen. Also gehe ich. Ich höre überhaupt nichts. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Sie haben mich belogen. Sie haben mich belogen und ich habe nicht mal gemerkt, wie weit die Lügen gehen. All die Jahre der Treue für nichts. Reicht das, um dich zu überzeugen? Mehr als das. Ich bin ins Institut gekommen, um Abstand zur Bruderschaft und zur ganzen Welt zu gewinnen. Ich wollte einfach in Ruhe forschen. Vater nahm mich auf und gab mir Zugang zu Technologie, von der ich nicht mal zu träumen gewagt hatte. Ich war arrogant und stumpfte mit der Zeit immer mehr ab. Ich dachte, das Institut will etwas zum Wohl der Menschheit tun. Vielleicht auf eine eigene, etwas verdrehte Art, aber immerhin. Aber jetzt weiß ich, dass alles vergebens ist, wenn man den Leuten, für die man arbeitet, nicht trauen kann. Wenn sie wegen Dr. Virgil gelogen haben, wer weiß, worüber sie noch gelogen haben oder was sie wirklich mit meiner Arbeit anstellen wollen. Ich werde zur Bruderschaft zurückkehren, aber ich muss das allein machen. Ich kann nicht riskieren, mit dir gesehen zu werden. Sag dem, der dich geschickt hat, dass er soeben Dr. Madison Lee erneut angeheuert hat. Alles klar. Dann nehmen wir uns das Ding noch. Das ist Tag 8 von Versuchsreihe 6. In der letzten Woche haben wir große Fortschritte gemacht. Sie sind cool, oder? Anstrengend. Ich glaube, nach dieser Sache brauche ich eine Pause. Binet hat bei der Persönlichkeitszusammenstellung ganze Arbeit geleistet. Fast schon zu gut. Die Reaktionen entsprechen fast vollständig den Erwartungen. Etwas Lebensechteres habe ich noch. Dann gehen wir mal raus aus dem Institut, würde ich sagen. Nicht wirklich Sean. Ihm fehlen jegliche Erinnerungen. Das würde selbst jetzt noch einen Schritt zu weit gehen. Das alles wirkt sich bereits auf das Team aus. Auch ich hatte schon ein oder zwei solcher Momente. Nur für eine Sekunde vergisst man, dass er kein echter Junge ist. Ich denke, es ist am besten, wenn wir ihn vorerst im Labor behalten. Mir ist durchaus bewusst, dass seine Anwesenheit bei anderen Fremden auslöst. Wenn ich etwas eingebildeter wäre, würde ich das als Zeichen des Erfolgs werten. Okay.
Ich versuch mal, ob ich Vater noch finde. Und gucke mal, ob ich denen sagen kann, dass ich mich anschließen will. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Weil es wäre bestimmt intelligenter, wenn ich hier sage, ja, ich schließe mich euch an und lüge die an. Anstatt, nein, ich schließe mich nicht an und die haben mich im Auge. Selbst wenn die dann denken, ich lüge oder so, haben die mich trotzdem im Auge, aber dann wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Also wo ist nochmal Sean? Gute Frage. Sehr gute Frage. Glaube ich irgendwie so mittig, ne? Ja, gute Frage. Wo ist das nochmal? Auch sind hier einige Türen offen und zu. Haben die wieder zugemacht? Oder habe ich die gar nicht erkundet? Na, außerdem will ich hier raus und irgendwie erstmal Geld verdienen. Bei den Runnern kriege ich das Grusel. Komme ich noch mal hier hin? Und ich einfach so hier. Ich gehe dann. Tschüss. Jetzt knall mich alle ab. Ja, ich bin noch ein bisschen Kronkorken irgendwie besorgen, um zu gucken, ob ich hier die restlichen Teile noch kaufen kann. Und der Sündrüstung. Der sieht immer noch geil aus. Ich hoffe, ich finde keinen stärkeren mehr. Und den möchte ich nicht mehr ablegen. Oh, das ging viel schneller als auf dem Weg nach unten. Hi. Grüße, Sir. Wo kommt ihr auf einmal her? Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Ah! Könnte das nicht ein bisschen sanfter gehen? So, bin ich jetzt erstmal wieder draußen und kann mich hier ein bisschen umsehen und machen, was ich will. Wahrscheinlich kommt jetzt erstmal der Maxton hier und fragt mich, ey, was ist da drin passiert? Aber die können ja eigentlich nichts machen. Ich bin ja der Einzige, der da reingehen kann. Die machen bestimmt irgendwie sowas wie, ja, wir versuchen diesen Chip zu kopieren. Dann können wir alle da rein und töten wir alle. Weil die ja voll die Pazifisten sind. Gatling-Laser. Ich möchte mal einen Gatling-Laser haben. Whoop. What? Wie ich denn hier gelandet? Okay. Vielleicht mit Preston Garvey über das Institut. Okay. Würde mal sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.